90 Lebensjahre sind wirklich kein Pappenstiel. Und wer seinen 90. Geburtstag mit so viel Frische und Schalk im Nacken feiern kann wie Helmut Üssem, ist zu bewundern. Helmut Üssem, Lehrer, Rektor, Leiter der Bonner Filmbildstelle, heute heißt sie Medienzentrum, und vor allen Dingen Gründer des Fördervereins Poppelsdorfer Geschichte, hat viel für die Vermittlung und im wahrsten Sinne des Wortes Begreifbarkeit dieser Ortsgeschichte getan. Und so hat der Förderverein zu Ehren des Jubilanten einen Festakt im Hörsaal für Zoologie im Poppelsdorfer Schloss veranstaltet, zu dem viele Wegbegleiter und Freunde gekommen sind. Den Auftakt machte Helmut Kollig, der Bonner Bezirksbürgermeister. Als Vertreter des Stadtbezirkes, aber und damit auch der alten Stadt Bonn, nämlich der vor 1969, darf ich Ihnen meinen ganz herzlichen Dank für die von Ihnen geleistete Arbeit aussprechen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, um Ihnen nicht zuletzt auch die Glückwünsche der gesamten Bezirksvertretung Bonn auszurichten. Die Söhne Helmut Üssems sagten auf launische Art Danke für eine offenbar höchst ungewöhnliche Kinder- und Jugendzeit. 125 Jahre heißt 125 Mal Danke. Da wollen wir ein bisschen Pause machen. Die Damen und Herren hier können leider den Raum nicht verlassen. Aus versicherungstechnischen Gründen ist das nicht möglich. Es dauert jetzt. Danke. Bitteschön. Du hast dafür gesorgt, dass ich vor 64 Jahren gebührend empfangen worden bin. Von einem großen Bruder und von der besten Mutter aller Zeiten. Ich sage danke, dass ich trotz meiner beiden Vorgänger auch noch kommen durfte, genauso. Ja, das war schon eine Belastung. Und dann auch noch mein Bruder Gregor und unsere Barbara. Danke. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir uns so das erste Mal wahrgenommen haben, war das wohl hier bei einem denkwürdigen Fest in diesen Räumen, als wir eingeladen waren, zu Ehren von Clemens August in alten Roben zu erscheinen. Da erinnere ich noch sehr gut, dass Sie Clemens August waren und dabei eine sehr gute Figur machten. Ich hatte von der Bonner Oper nichts anderes bekommen als das Gewand, auch sehr farbenprächtig in Brokat, von Casanova. Wolfgang Alt ließ dann 90 Jahre Lebensgeschichte in vielen Bildern Revue passieren. 90 Jahre feierst du heute. Wir alle sehen das mit einem aufblickenden Gefühl und auch einer Sichtweise, außer einigen von uns hier, sogar in unserem Vorstand unseres Vereins, die da schon darüber hinaus sind und schon wissen, was danach kommt. Aber wenn wir das dazu zählen, sind es ja fast 100 Jahre, 100 Jahre geschichtlicher Rückblick, trotz der vielen Ereignisse von zwei Nachkriegszeiten, einem Krieg und sonstigen Schicksalen, die du erlebt hast. Und ich will in diesem Streifzug jetzt aus der Sicht des Fördervereins Poppelsdorfer Geschichte, der dir mit allen Mitgliedern herzlich gratuliert heute, kurz dein Leben Revue passieren lassen in einigen Bildern, und zwar erstmal von heute rückwärts 20 Jahre, denn vor 20 Jahren hast du diesen schönen Poppelsdorfer Geschichtsverein gegründet. Unsere Museumsgruppe wünscht dir alles Gute, Gesundheit. Danke. Und bleib weiter froh. Danke. Und viele, viele Jahre und Tage noch auf dieser Welt. Dankeschön. Dankeschön. Manfred von Rey, langjähriger Leiter des Bonner Stadtarchivs, lernte Helmut Üssem im Rahmen der, man kann schon sagen, Rettung der Sammlung Stöcker kennen und schätzen. Lieber Herr Üssem, liebe Festgesellschaft, Sie gehören zu seinen liebsten Kunden, die Kinder. Mops, Mäuschen, still, hocken Sie auf dem Boden des kleinen Museums, wenn Helmut Üssem erzählt. Die Augen des Leiters und Betreuers leuchten, wenn er von Schätzen spricht, die im Heimatmuseum in Poppelsdorf aufbewahrt werden. Also ich bedanke mich bei meiner Tochter,
bei den Söhnen, bei den Enkeln. Wenn ich das jetzt mal so hinter der Hand sagen darf, 11 Enkel, 5 Urenkel. Gut, du darfst dich jetzt... bedanken bin, möchte ich mich auch bedanken bei der Universität. Das kann durch Professor Alt weitergegeben werden. Die haben uns Obdach gewährt hier und was für ein Obdach. Vielen Dank. Ich bedanke mich aber jetzt vor allen Dingen bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie einen kostbaren Samstagvormittag geopfert haben, um sich jetzt hier lange Reden anzuhören. Und mit der Poppelsdorfer Hymne war es dann fast geschafft und das Buffet konnte gestürmt werden. Bleibt zu hoffen, dass Helmut Üssem noch viele Lebensjahre vergönnt bleiben werden.